Die Welt ist ein einziges Schicksal. Schicksale über Schicksale über Schicksale. Ist es nicht so? Man muss da einfach mal auch durch die Nachrichten scrollen und ja, man weiß gar nicht, welches Schicksal schlimmer ist. Und dann kommt das eigene Schicksal, was vielleicht gerade da ist. Und alles relativiert sich unglaublich. Die Welt ist ein einziges Schicksal. Es gibt ja keine Welt. Und sie ist so gemacht, um uns von unserer wahren Identität und von Gott für immer und ewig fernzuhalten. Das ist der Sinn der Welt. Darum ist sie da, dafür, nur dafür. Ich kann nicht zwei Welten sehen. Ich sehe entweder diese Welt oder ich sehe die wirkliche Welt. Ich kann nicht zwei Welten sehen. Und die Betonung, da legt Jesus immer wieder die Betonung drauf. Was wollen wir? Das ist doch ganz klar. Wir wollen auferstehen. Wir wollen Jesus in der Auferstehung folgen. Dafür sind wir hier. Wir sind nicht mehr hier, um zu leiden. Wir sind hier, um aufzuerstehen. Und da, wenn wir das wirklich wollen, wenn wir diese Entscheidung in uns wirklich gefunden haben, dass wir auferstehen wollen, dann müssen wir dieser Entscheidung auch weitere Entscheidungen folgen lassen, denn es reicht nicht, wenn wir das einfach nur so wollen. Dann müssen wir uns auch entscheiden, die heutige Lektion anzunehmen, wirklich anzunehmen und aufzuhören, die Vergangenheit immer wieder herzuholen oder immer wieder Schuld zu suchen, irgendwo in irgendjemanden, der hier auf der Welt gerade irgendetwas falsch macht. Solange ich das tue, kann ich mein wahres Selbst, was ja eins ist mit allem, nicht erkennen. Es ist unmöglich. Und das liegt nur an mir. Der Fehler ist immer nur auf meiner Seite. Nie draußen, denn es gibt da draußen nichts. Es gibt nichts außerhalb von mir. Alles hier ist meine Projektion und sonst nichts. Und dafür muss ich irgendwann die Verantwortung übernehmen. Sonst komme ich mit dem Kurs nicht weiter. Und die heutige Lektion 289, die ist, ja, die Botschaft ist so glasklar. Lass es uns lesen. Die Vergangenheit ist vorbei. Sie kann mich nicht berühren, wenn ich mich dazu entscheide. Es ist meine Entscheidung. Ich kann mich natürlich auch anders entscheiden und kann entscheiden, nee, ich lasse mich weiter berühren. Aber wir sind jetzt hier, um uns zu entscheiden, dass sie uns nicht mehr berührt. Wir wollen die Wahrheit für uns annehmen und bitten dabei den Heiligen Geist um alle Hilfe. Und wir dürfen nicht vergessen, dass er uns auch um Hilfe bittet, denn er braucht ja unsere Hilfe auch. Er bittet uns darum, dass wir ihm alles geben, alles, was an Dunkelheit in unserem Geist ist, alles, was an Vorwurf, an Schuld, an Konflikt, an Leid, an Trauer, an Glaube, an all diese Dinge wie Krankheit, Leid und Tod da ist, dass wir das dem Heiligen Geist in die Hände geben. Er bittet uns darum, er braucht das von uns. Wenn wir das nicht tun, dann kann er nur weiter geduldig warten, bis wir es eines Tages tun. Wenn die Vergangenheit in meinem Geiste nicht vorbei ist, dann muss die wirkliche Welt sich meiner Sicht entziehen und ich sehne mich nach der wirklichen Welt. Also, ich muss die Vergangenheit vorbei sein lassen. Denn ich schaue in Wirklichkeit nirgendwo hin, sehe nur das, was nicht da ist. Es gibt keine Welt, kein Ding,
Nicht ein Ding in dieser Welt ist wahr. Ich will vergebend auf diese Welt schauen. Ich will die Erscheinung durchschauen. Wie kann ich dann die Welt wahrnehmen, die die Vergebung schenkt? Um diese zu verbergen, wurde die Vergangenheit gemacht. Denn dies ist die Welt, auf die nur jetzt geschaut werden kann. Die Vergangenheit wurde gemacht, Zeit und Raum, was nur zu dieser Welt, zur Illusion gehört. Zeit und Raum wurde gemacht, um uns zu täuschen. Im Himmel, in der Wahrheit, gibt es weder Zeit noch Raum. Da gibt es nur alles und immer und überall. Die wirkliche Welt, sie hat keine Vergangenheit. Was könnte denn vergeben werden als die Vergangenheit? Und wenn sie vergeben ist, ist sie vergangen. Lass sie uns vergeben, wirklich vergeben. Und wenn wir sie wieder aufheben nach einer gewissen Zeit, dann lass sie uns wieder vergeben. Wir tun dies nicht nur einmal, sondern immer und immer und immer wieder, weil das Ego tückisch von der Hintertür wieder hereinkommt. Und da braucht es unsere ganze Wachsamkeit. Ja, und wie wir uns fühlen, das ist ja ein Hinweis darauf, ne? Bin ich gerade mit dem Ego unterwegs oder mit dem Heiligen Geist? Empfinde ich Frieden, Gelassenheit, Freude, Vertrauen, Zuversicht? Oder fühle ich mich bedroht, habe ich Angst? Fühle ich mich eng? Das sind ganz klare Hinweise. Vater, lass mich nicht auf eine Vergangenheit schauen, die nicht da ist. Denn du hast mir deinen eigenen Ersatz angeboten, in einer gegenwärtigen Welt, die die Vergangenheit unberührt und frei von Sünde gelassen hat. Hier ist das Ende der Schuld. Hier werde ich bereit gemacht für deinen letzten Schritt. Soll ich verlangen, dass du noch länger darauf wartest, dass dein Sohn jene Lieblichkeit findet, die du als Ende aller seiner Träume und all seines Schmerzes plantest? Ja, die Frage ist doch ganz klar zu beantworten. Nein, das wollen wir nicht verlangen, nicht für Gott und auch nicht für uns selbst. Denn wir wollen nicht mehr leiden. Wir sind nicht hier, um zu leiden, wir sind hier, um aufzuerstehen. Es ist ganz wichtig, aufzuhören, Schuld zu suchen. Egal wie, egal wo. Ob in mir, ob da draußen, völlig egal. Solange ich Schuld irgendwo wahrnehme, kann ich mich nicht erkennen. Schuld gehört auch in die Vergangenheit, weil es ist immer etwas Vergangenes, wo ich Schuld finden kann. Niemals in der Gegenwart. In der vollkommenen Gegenwart, im Jetzt, nur jetzt, da ist keine Vergangenheit, da ist keine Zeit. Wo ist da die Schuld? Was für eine wunderschöne Lektion. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag und freue mich, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Denn wir brauchen einander. Wir können nicht ohne einander. Niemand geht alleine in den Himmel. Wir gehen nur zusammen, alle zusammen, Hand in Hand. Danke für dich.